Er ist der Boss auf dem Platz. Patrick Ittrich ist einer von 26 Bundesliga-Schiedsrichtern. Jede Entscheidung wird kritisch beobachtet und leidenschaftlich kommentiert. Der Leistungsdruck ist riesig. Da wird schon ordentlich gepöbelt, auch von der Tribüne, und das kriegt man dann auch mit. Was passiert hinter den verschlossenen Türen wirklich? Intime Einblicke hinter die Kulissen des modernen Fußballzirkus. Wir begleiten Patrick Ittrich auf dem Weg von seiner Hamburger Wohnung zum Pokalderby ins ausverkaufte Weserstadion. 7 Monate nach seiner Meniskusverletzung kehrt er auf die große Fußballbühne zurück. Während der Woche ist Ittrich Verkehrslehrer bei der Polizei, am Wochenende Bundesliga-Schiedsrichter. So, los geht's! Ich habe in der Tat in dieser Saison daran gedacht, was ist, wenn ich aufhören müsste. Also zum einen freue ich mich natürlich riesig, dass ich dieses Spiel heute pfeifen kann. Aber ich bin schon anders unterwegs als davor, weil ich weiß, was es heißt, wenn man lange verletzt ist und dann wiederkommt. Dann ist immer so eine Grundanspannung da, und die ist auch gut so. Jo, danke, hallo, mein Lieber. Ja. Wie schön, dich mal wieder zu sehen. Und ich erzähle immer allen, dass ich dich kenne. Als erstes geht es zur Vorbesprechung in die Schiri-Kabine. Ihr spielt traditionell, habe ich gehört. Ich tue sie, Leute. Danke. So, ganz kurz zum Spiel. Wir haben ja schon telefoniert und viel besprochen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, jetzt sind wir im Stadion. Das Stadion ist ausverkauft, Riesenkulisse, ist geile Atmosphäre. Und man muss einfach davon ausgehen, dass der niederklassige Gegner hier, der im Haus, verlieren wird und irgendwann die Kräfte einbrechen. Die werden wahrscheinlich die ersten 20 Minuten Vollgas geben, dann merken sie nicht mehr können. So viel vielleicht zu meinem Fußballsachverstand, vielleicht aber keine Ahnung. Ihr wisst, für mich mein erstes Spiel, für dich vor allen Dingen auch dein erstes Spiel auf DFB-Ebene, Florian. Und mach dir da keine Gedanken, mach dich frei, mach dich entspannt. Willst du mal irgendwas Spezielles hören, gerade beim Rückpass oder so? Viele Teams machen es so, dass sie immer Rückpass rufen. Ja. Wenn das für dich immer so gewesen ist, machst du es. Für mich ist es eigentlich eher wichtig, wenn es auch sich um einen Rückpass handeln könnte oder die Gefahr besteht, dass es ein Rückpass sein könnte. Und wenn wir uns zu 1000% sicher sind, dass der Ball an der Hand ist und dadurch ein Tor erzielt wird, dann ist halt egal. Dann wird halt gepfiffen und dann ist halt, dann können die pöbeln, wie sie wollen. Hand ist Hand, haben wir, das ist klar. Und ganz wichtig ist mir hier über Motivation von Spielern. Da müssen wir halt da sein. Wir wollen hier nicht auflaufen. So, und deswegen ist ganz klar, von Anfang an Spannung halten, von Anfang an drin sein im Spiel und trotzdem genießen. Zwei Stunden vor Anpfiff. Patrick Ittrich und sein Team testen ihre Headsets und die Torlinientechnik auf dem Platz. Einmal Goal reicht auch. Uns reicht das. Stell es auch mal ein bisschen lauter ein und fertig. Und dann ist alles gut. Vielen Dank. Alles gut? Ja, bei mir ja. Ich glaube, bei den Jungs geht jetzt richtig der Puls. Ja, meinst du? Ja, klar. Okay. 4 Stunden später ist das Spiel entschieden. Werder Bremen gewinnt im Weserstadion gegen Delmenhorst deutlich mit 6:1. Herrlich, ey. Ich muss noch ein Interview, noch ein Autogramm. Ich muss Wasser hier machen. Sascha? Fürs allererste Spiel nach so langer Zeit, okay. Okay, das war nicht meine Glanzleistung, aber das war auch nicht schwer, aber ich finde, das kann man so machen, oder? Wo ist das Spiel nicht entschieden? Auch die ehemalige Schiedsrichtergröße Peter Gagelmann kommt für persönliche Glückwünsche zum gelungenen Comeback. Peter Gagelmann! Hättest du in der Bundesliga gewunken oder nicht? Weil ich glaube, er ist im letzten Moment noch, hat noch einen Schritt gemacht und hat dann den Pass gespielt. Ich glaube, der war exakt auf gleicher Höhe. Hab ich recht? Also ich habe ja, ein paar Beziehungen habe ich ja noch. Ja. Die haben extra in München einen Strich gezogen. Aber ich sage ja, der Strich ist nicht gerade. Die haben den Strich extra so gemacht, damit es für dich gut aussieht. Danke, das reicht. Soll ich dir mal was sagen? Guck dir mal im Strich, guck mal, was da ist. Die haben Kreide genommen und auf den Fernseher gemalt. Hey, hier, so, wisst ihr Bescheid? Ja. Weißt du, ob Sahin den getroffen hat? Hast du das irgendwie mitbekommen, wo ich denen keine Verwarnung gegeben habe? Er ist ja so mit dem gestreckten Bein, kannst du irgendwie, weiß auch keiner, interessiert auch keinen. Nee. Weil der wollte eigentlich reinkommen und mir das sagen. Boah, vielen Dank. Schön, dass du wieder vielen da bist. Vielen Dank an dich und an euch. Danke sehr. Danke, dass du dabei sein durfte. Ja, sehr gerne. Zum Wohl, vielen Dank. Prost.